Ich werde aber demnächst einen Beitrag machen. Das kann ich jetzt auch sagen, das kann ich auch bringen. Ich habe jetzt über 10 Jahre die Etats und Berichte vom Bundesrechnungshof von den 2 Ministerien angeguckt. Also sprich Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium. Mein Fazit, den ich daraus sehe, kann ich jetzt im Vorfeld sagen, es ist desaströs. Auf beide Seiten. Und das als Schlüsselministerium. Ich bin halt ein Mensch, der das früher gemacht hat, auf Grundlage von solchen Zahlen Entscheidungen vorzubereiten. Und das auf, sagen wir mal wirklich, ich denke mal, auf maßgeblicher Ebene. Und ich bin schockiert. Schlicht und ergreifend schockiert. Ich brauche vom Landwirtschaftsministerium als Bauer nichts verlangen. Die haben nichts. Dasselbe ist beim Umweltministerium. Ich brauche als Naturschützer nichts verlangen. Wegen dem muss auch jeder kleine Kreisverband mittlerweile auch auf diese Agrarsubventionen gehen. Weil es gibt kein Geld oder es gibt einmal ein paar Gelder von der Kommune oder was weiß ich oder von irgendwelchen Spendern. Aber von den Ministerien an sich braucht doch die Helle nichts erwarten. Die sind eigentlich mit bestimmten Dingen sowas ausgelastet, als auch monetär beschlagnahmt, das hat mit beidem nichts zu tun. Und das würde ich mal differenziert ein bisschen aufschreiben und darstellen. Weil das ist noch nie betrachtet worden aus meiner Sicht heraus. Und bloß so als Beispiel, ganz kurz, das wäre dann ein bisschen differenzierter gegeben. Der Etat, also jetzt ohne EU-Agrarsubventionen, die ja nicht im Etat vom Landwirtschaftsministerium sind, ist zu zwischen 66% und 70% ist für die landwirtschaftliche Sozialversicherung. Das heißt für soziale Aufgaben. Also den Fehler, wo sie früher begangen haben, den entsprechen immer weniger Bauern, der wird jetzt spürbar und das praktisch müssen sie leisten. Also von ihren 6 Milliarden sind 4,0 Milliarden schlicht und ergreifend nur landwirtschaftliche Sozialversicherung. Und das für Landwirte, die 50 Jahre gearbeitet haben und jetzt 450 Euro oder 500 Euro Rente bekommen und monatlich einzahlt haben. Da ist jetzt die Grundrente, die beschlossen wurde, schon höher. Also man muss sich mal überlegen, das ist mal die eine Seite. Also wenn ich gar nicht mehr das Geld und wenn ich die Personalkosten abziehe, alles drum und dran abziehe, dann du wirst erstaunt sein. Die andere Seite ist das Umweltministerium. Dort haben wir ungefähr die gleiche Situation, sind 66% zurück, alles was Kernenergie anbelangt und Endlagerung. So, welchen Etat habe ich denn noch? Ja, eigentlich für das, was meine originäre Aufgabe ist, nichts mehr. Der Rest ist auch Personalkosten, irgendwelche Ämter, die aufrechthalten, die als Elefantenfriedhof mittlerweile gemacht haben für ehemalige Funktionäre. Und so ist es auch im Landwirtschaftsministerium. Personell immer wachsend, ausdehnend, obwohl es immer weniger Bauern gibt und auf der anderen Seite auch immer weniger Natur. Es gibt bei beiden, und es ist das ganz Erschreckende, kein Leitbild, Strategie, Zukunftsvision, die verbindlich ist, sondern nur immer ja, getriebenes Geschwätz. Und jetzt soll man mal einer sagen, wenn das Ganze zum Beispiel im Landwirtschaftsministerium, jetzt sind die Bauern kein Geld, von dem Ministerium brauchen sie nichts erwarten. Oder bei der Dürrehilfe, was alles versagt ist, was der Rechnungshof harmoniert hat, in irgendwelche Verwaltungsapparate, aber nie beim Bauer angekommen ist. Und das ist ja also fortführend. Oder auch unsere EU-Subventionen, dass 30% daraus Verwaltung ist, das sieht kein Mensch. Und dass sich der Naturschutz und Landwirtschaft gerade streitet über das, wer mehr bekommt oder weniger bekommt, das ist nicht der richtige Weg. Nee. Aber das sind jetzt so, werde ich einen Beitrag irgendwann mal verfassen, aber im Instagram hast du immer zu wenig Platz, um das entsprechend einmal zu sagen. Aber ich bin ein Zahlenmensch und Beispiel, landwirtschaftliche Sozialversicherung, bloß mal auch nochmal als Beispiel. Haben wir 2013 zusammengelegt und haben gesagt, man wird effektiver. Ja? Und sie würde Personal abbauen. Herr Rechnungshof moniert seit 2013, dass sie immer weiter Personal aufbaut und ihre Kosten immer höher werden. Also interne Kosten. Also genau das Gegenteil bewirkt. Die haben nicht einmal mehr, die haben nicht einmal Rücklagen. Ich weiß nicht, wie die vom Bundesversicherungsamt überhaupt noch abgenommen werden. Das musst du angucken. Das ist und genauso auf der anderen Seite ist beim Umweltministerium.
Kernenergie, also die großen Energiekonzerne, die haben ja damals einen Ablasshandel gemacht mit 26 Milliarden zum Zahlen in den Fonds. Ja, 26 Milliarden vor 50.000 Jahren Lagerzeit ist ein bisschen wenig, finde ich. Und wenn ich halt jedes Jahr eine Milliarde Kosten habe. Ja. Und das sind lauter so Sachen, da wird meiner Meinung nach zu wenig drüber geredet und ist auch mal dementsprechend aufgemacht. Normalerweise, wie gesagt, die Allheilmittel nicht, aber ein paar Lösungswege gibt es da schon, die sind auch relativ simpel. Und das hätte ich früher gemacht. Und habe die Lösungswege durchgefordert. So, jetzt können wir aber noch was anderes reden. Jetzt haben wir mal alles gerade los, was man seit ein paar Tagen im Hirn los wird. Wunderbar. Na, hast du schon mal gelesen, die Rechnungshofberichte? Nee, mit sowas habe ich meine Zeit noch nicht. Da sagt Elke immer dazu, wie ich das überhaupt kann. Da kann ich nächteweise da sitzen, Etats, Haushaltspläne durchlesen und dann lese ich mehr und dann verstehe ich endlich, warum sich nichts bewegt. Mhm. Normalerweise. Und du bleibst trotzdem positiv? Ja, natürlich. Ja, warum soll ich? Du, es hat noch keinen gebracht, eine depressive Phase habe ich auch. Also spätestens dann manchmal, wenn ich immer so denke, was hast du jetzt wieder für einen Scheiß gemacht? Gell? Also das kennt ja jeder. Und weil ich nicht mal zu viel getrunken habe, am Abend und am anderen Morgen aufwache und denke nie wieder. Gell? Aber so im Regelfall, ich würde es nicht machen, wenn es nicht lohnen würde. Also es ist doch nicht für mich allein, es ist doch für alle. Gell?